erwartete Spiel für dich gegen den unbekannten Gegner? Ja, ich glaube, ich habe mich ganz gut darauf eingestellt. Man hat gesehen, er hat versucht, ans Netz zu kommen, hat 12 und Volley gespielt, auf ersten und zweiten, glaube ich, zu 99%. Ja, ich war gut eingestellt, habe mich, glaube ich, auch gut umgestellt, weil ja, es ist halt unangenehmer, wenn einer sehr aggressiv nach vorne stürmt. Und ich glaube, ich habe einfach die Punkte, die ich dran war und wo ich da war, habe ich sehr gut gespielt und auch gut passiert. Nee, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Also auf Rasen 6-3, 6-4 oder 6-4, 6-3 zu gewinnen, finde ich sehr gut, sehr deutlich. Ich habe keinen einzigen Breakball gegen mich gehabt. Also von dem her, meine Quote vom ersten Aufschlag hätte ein bisschen besser sein können. Aber ich glaube, ich will jetzt da nicht, man muss nicht auf alles schauen. Der Gesamteindruck war sehr gut heute. Ich fand, ich habe sehr gut retourniert, meine Aufschlagspiele souverän gewonnen und von hinten auch druckvoll agiert und mich gut bewegt. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden heute. Ja, er natürlich, weiß nicht mehr, Top-10-Spieler, 8, 9 in der Welt, hat, so was ich jetzt weiß, in der letzten Zeit nicht ganz so gut mehr gespielt, ist aber auch, dass das Sand nicht sein Lieblingsbelag ist. Rasen ist jetzt was anderes, hat auch jetzt nochmal ein schweres Los gegen Korolev, hat er schon einmal verloren in Amerika. Man muss auch bei beiden aufpassen, aber ich denke auch, beide sind machbar für mich und wenn es gut läuft, kann ich beide schlagen. Was ist noch drin diese Woche? Waren ja zwei souveräne Spiele bisher und die Woche ist ja noch lang. Ja, die Woche ist noch lang. Jetzt spiele ich am Freitag wieder. Ja, mal schauen, was kommt. Also ich bin auf jeden Fall, denke ich, kann man noch weit kommen. Man muss aber immer gut spielen und das sieht man erst immer am Tag, wenn man auf dem Platz steht. Man muss den Gegner, sieht man drüben, wie der drauf ist. Es ist immer sehr eng auf Rasen. Es entscheiden nur ein paar Punkte und die konnte ich jetzt in den letzten zwei Matchen, sage ich mal, gewinnen. Und jetzt werden wir mal sehen, was am Freitag dann kommt. Hatten Sie in München eigentlich das Gefühl während der Woche, dass Sie dort gewinnen können? Dann weiter gefragt, haben Sie dieses Gefühl ja auch schon? Auf Sand, glaube ich, kann man ein bisschen mehr sagen, weil man kann die Spiele besser einschätzen, glaube ich. Jetzt auf Rasen ist es halt, ja, es ist noch viel enger, finde ich. Auch jetzt so einer, der so wie heute, Quereschi, steht 300, aber spielt eigentlich ein ganz unangenehmes Tennis, war der ein oder andere Mal auch, sag ich mal, unangenehm an meinen Aufschlägen dran, hat sich gut gehalten, hat gestern Gasquet geschlagen. Also ich glaube, das würde auf Sand zum Beispiel nie passieren. Und ich habe in München das Feld angeschaut, meine Gegner, und habe gesagt, okay, hey, gegen viele habe ich schon mal gewonnen, vielleicht nicht am Stück, aber schon mal in den einzelnen Turnieren. Und da habe ich auch gesagt, okay, ich bin gut drauf, das ist jetzt so mein Heimturnier, da trainiere ich schon lang. Und da war das für mich ein bisschen einfacher, das einzuschätzen. Hier natürlich, ich finde, ich habe jetzt auch gutes Tennis gezeigt, mich heute nochmal gesteigert. Und wenn ich das am Freitag auch schaffe, glaube ich, habe ich durchaus sehr realistische Chancen, auch den Herrn Blake oder Korolev zu besiegen. Und ich denke, dass die Leute, die dann im Halbfinale sind, spielt jeder hervorragendes Tennis, aber jeder kann dann jeden schlagen. Noch Fragen für Philipp? Wie fährt sich denn eigentlich im neuen Cabrio, BMW Cabrio? Der ist noch nicht da, der hat ein bisschen, ja, wird natürlich gebaut, sage ich mal, es dauert immer ein bisschen, das Auto hat eine Wartezeit, aber ist ja nicht so, dass das Auto, das da stand, dass ich da gleich einsteigen konnte, also es ist, lief so ab, dass ich mich dann darum kümmern musste, ich muss das Auto im Endeffekt neu bestellen, bin zwar auf einer VIP-Liste oder wie das dann heißt, dass ich das Auto schneller bekomme, aber es steht, glaube ich, nächste Woche, in zwei Wochen oder irgendwie so steht es dann da, also ich bin noch momentan ohne dem Auto hier. Die machen aber keine Sonderanfertigung für dich. Nee, aber die haben gesagt, ich habe halt ein Budget zum Bestellen und ich darf mir halt selber ein Auto raussuchen oder selber zusammenstellen, welche Farbe, was ja einerseits auch ganz gut ist, weil es gibt vielleicht das eine oder andere, was man unbedingt drin haben will oder die Farbe passt einem nicht. Von dem her ist es ganz gut, dass sie das Angebot eigentlich so raushauen. Ja,